Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Riding Tales. Und wir können jetzt erstmal kurz unsere Holzkiste aufmachen und hoffen, dass wir da vielleicht ein bisschen etwas Selteneres rausbekommen. Oh jemine, ey. Nee, das ist, ja, sehr low. Das kann uns leider ist da wirklich gar nichts rausgekommen. Also, diese Kiste ist tatsächlich jetzt recht low, aber ist egal. Wir bewegen uns ja schon auf die bessere Kiste zu. Denn bald ist ja schon die Bronze-Whistle dran. Da haben wir jetzt auch nur noch eine Woche, dann haben wir die nämlich zum Beispiel wieder. Was man aber auf jeden Fall auch sagen kann ist, dass sich da jetzt schon wieder was getan hat. Denn es gibt jetzt auch gerade ein neues Cowgirl-Outfit, was jetzt gezeigt wird. Ich finde es ein bisschen zu krass, aber Gott, wem es gefällt. Aber was richtig cool ist, ist hier der neue Hairstyle, den sie jetzt reingebaut haben. Der Longside Bob. Also ich bin gespannt, wann die Sachen endlich reinkommen. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge Sachen, die angekündigt wurden, auch von den Pferden her. Aber es ist halt noch nicht wirklich, was da passiert. Und das ist halt wirklich ein bisschen schade, weil halt wirklich mal wieder ein bisschen was Wichtiges wäre, wenn es da wieder ein bisschen Content kommt. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Aber das ist halt nur eine von den Sachen. Es kommen jetzt zwar immer mal wieder ein paar neue Maps und sowas rein. Aber das Problem ist eben... Oh mein Gott. Ich hatte jetzt in den Kisten ein paar Pferde drin, aber what the fuck? Nun gut. Dann machen wir mal ein bisschen Geld. Was zum Geier? Ist hier der große Gemeinschaftspferdeschlafsaal eingetreten? So. Dann haben wir noch unsere VIP-Kiste. Huch, da waren eben gerade noch... Das sah aus, ey. So. Einmal das hier. So. Aber ich werde auch mal wieder gefragt, warum momentan im Endeffekt bei HRT so wenig kommt. Ich kann auch da nur sagen, ich habe alles durch. Ich habe so gut wie alles freigespielt. Von den Pferden her haben wir auch so gut wie alle. Also, oh, meine Stimme. Wir haben halt einfach wirklich gerade sehr... Oh, nur einen. Wir haben halt gerade wirklich einfach sehr, sehr wenig zu tun. Und das ist sozusagen so ein bisschen das Problem. Ja... Haben wir einmal das hier. Also definitiv kann ich euch sagen, es kommt definitiv zu dem Zeitpunkt spätestens dann wieder mehr, wenn wir da auch endlich Content wieder im Spiel haben, was wir weitermachen können. Vielleicht ein neues Pferd, ein neues Pet-System, irgendwas in der Art. Oder wenn da dann die neue Frisur oder das Update da drin ist, dann können wir auch da auch auf jeden Fall wieder was machen. Bis dahin haben wir leider nicht so viele Möglichkeiten, was zu machen, auch von den Haustieren und allem her. Wir haben ja da immer noch mit ein paar Quests, die wir machen können, aber es ist halt einfach immer dasselbe. Aber wir können wieder ein bisschen unsere Haustiere mal leveln. Ne, wobei, ich lasse es mit den Zweien. So. Moment. Machen wir so. So, und dann noch das hier. Und ich weiß immer nicht, ob das hier müsste das kontern oder ja, genau. Das Rainy ist immer bei mir so ein bisschen tricky, weil ich das immer nicht genau sehe, weil manchmal kontert das eine, manchmal das andere. Ich glaube, dafür müssen wir mal Panty reinpacken. Beispiel da... Okay, ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt gerade nicht, welches Pet das kontert. Aber gut. Wir haben nach den Pet-Sachen hier nicht mehr so viel, was wir tun können.
Dann schicke ich die hier noch los. Und wir warten auf die nächste Kiste. Oder wenn vielleicht dazwischenzeitlich noch was anderes Neues reinkommt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.